Schönen guten Morgen. Mein Name ist Jörg Tomse von der Firma Amexus und ich begrüße Sie heute zu dem Webcast Sage TMS in Verbindung mit D3ONE von dem Hause Develop. Wir haben uns kurz zur Vorstellung und der Agenda ein Zeitfenster von circa 30 Minuten gesetzt und wir wollen dann anfangen mit dem Bereich der Vorstellung der Amexus, kurz was wir tun und dann gleich in die Funktionen und die Vorteile des D3ONE mit Verbindung der Office Line insbesondere auch zeigen und dann werden wir auch eine Live-Präsentation machen. Die Amexus selber ist ein Systemhaus gegründet worden seit 1992. Mittlerweile auf 68 Mitarbeiter angewachsen und an einigen Standorten in NRW und Niedersachsen. Und wir bieten im Bereich der Branchenunabhängigkeit hauptsächlich die Produkte der Sage Software und Develop an, natürlich auch der Plattform der Microsoft Backend-Lösungen. In D3ONE werden wir insbesondere die Verbindung zeigen, auch das Outlook. Es gibt sicherlich auch von Develop die Anbindung an das IBM Notes, aber wir haben uns hier auf die Verbindung mit dem Outlook konzentriert, sodass wir im Standard schon von Develop die Möglichkeit haben, Archivierung von E-Mails aus einem Outlook-Postfach in das Archivsystem einzuschleusen, automatisch, halbautomatisch oder auch manuell. Das ist allein durch das Produkt D3ONE möglich. Und wir von der Amexus haben uns gedacht, naja, das wäre ja schön, wenn wir zu dem Standard, wie es von Develop angeboten wird, auch noch den Standard von der Sage ankoppeln, sprich die Office Line oder die aktuelle Sage 100, sodass wir dort innerhalb des Outlooks direkt den Zugriff haben auf das Archiv und demzufolge auch auf die Office-Line-Daten, sodass wir Mails, die reinkommen oder auch rausgegangen sind, direkt in die Office-Line, in das Office-Line-Archiv ablegen können und somit auch Zugriff auf die Mail-Kommunikation haben, die über Belege oder entsprechend Adressen gegangen ist. Das Ganze wird auch halbautomatisch funktionieren. Was nun halbautomatisch oder teilautomatisch ist, versteht, heißt, werden wir live dann zeigen, weil wir da diverse Belegmatchcodes und so weiter direkt aus der Office Line ziehen im Outlook Client. Ja, technisch hier nochmal eine Übersicht, wie es dann funktioniert. Also von der eigentlichen Software her ist es ja so, dass wir auf dem Microsoft Exchange mit dem Outlook aufsetzen und das im Prinzip die Systemvoraussetzung ist von Develop, um das D3ONE zu installieren. Und auf der anderen Seite haben wir ja die Sage Office Line oder Sage 100 im Einsatz mit ja, dem System Sage DMS, was ja das Develop-System ist, sodass wir das erstmal als Systemvoraussetzung haben. Und dann kann man im Prinzip auch schon im Standard, wie gerade schon gesagt, einfach die Mails mit anhängen, in das Archiv transportieren und es wird auch dort verschlagwortet, sodass es sowohl in Outlook wie auch in der Office Line, wiedergefunden werden kann. Diverse Vorteile, die es natürlich gibt. Der Outlook-Benutzer muss sich zum Beispiel nicht an der Office Line anmelden, um auf die digitalisierten oder archivierten Belege zuzugreifen, sondern das schafft er einzig und allein direkt aus dem Outlook heraus durch ein entsprechendes Plugin, wie das aussieht, werden wir gleich zeigen. Das Outlook selber oder der Client, der dort installiert wird, naja, der bedarf eben minimalen Schulungsaufwand, weil wer mit Outlook arbeitet, wird sofort auch mit dem DMS klarkommen. Der merkt eigentlich nicht, dass er sich im DMS befindet, sondern denkt, er befindet sich nach wie vor in seinem Outlook. Das Ganze
Server, das ganze Mailsystem des Servers oder die Postfächer, die können natürlich auch entsprechend bereinigt oder auch entlastet werden. Das heißt, die einzelnen E-Mail-Postfächer oder auch die Mails daraus werden in das Archivsystem und somit auch dokumentensicher abgelegt. Einfacher natürlich auch via Drag and Drop, das heißt, man kann im weitesten Sinne auch einfach Mails rüberziehen in entsprechende Aktenpläne, die im Archiv angelegt sind. Das müssen ja nicht nur Dinge sein, die aus der Office Line direkt oder aus dem Sage DMS direkt angelegt wurden. Man kann auch das D3-System entsprechend für andere Aktenablagen konfigurieren, sei es nun für Projekte oder Personalakten oder auch Ausschreibungsakten, da ist man ja frei. Die entsprechende Volltextsuche, wenn sie eingeschaltet ist, funktioniert dann direkt auch aus dem Outlook heraus. Und bevor wir jetzt in die weiteren Details der Technik gehen, würde ich dann jetzt übergeben an Mike Hoffmann, der auch technisch dazu dann in der Lage ist, das gleich live zu präsentieren. Er kann auch noch ein bisschen über die Sachen der Workflows erzählen, weil die auch mit Bestandteil des D3-One sind und des D3-Systems, wenn die entsprechende Lizenzierung darüber erfolgt ist und die Konfiguration natürlich auch in Abhängigkeit der Zuständigkeiten im System hinterlegt ist, sodass aus dem Outlook heraus auch Prozesse gesteuert werden können. Also jetzt erstmal macht der Mike weiter und vielleicht auch in die Live-Demo danach. Ja, dann möchte ich mich auch nochmal eben ganz kurz vorstellen. Mike Hoffmann Name, bin bei der Amexus Informationstechnik angestellt, mittlerweile seit 5 Jahren, habe dort speziell den Bereich Dokumentenmanagementsystem unter mir, kümmere mich da um natürlich die Standardlösungen und auch um spezielle Anpassungen, die direkt auf den Kunden zugeschnitten werden. Bei dem D3-One handelt es sich in erster Linie um einen ganz normalen externen Client, wie man ihn auch aus dem Standard-Dokumentenmanagementsystem kennt. Dieser Client ist hier speziell in Outlook angebunden. Da haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten, was wir dort machen können. Wir können ganz normal nach Dokumenten suchen. Wir können Dokumente manuell ablegen, aber auch halbautomatisch ablegen, bis hin zur vollautomatischen Ablage. Das würde ich Ihnen gerne einmal live zeigen. Wir schalten uns dafür auf ein Messesystem der Firma Develop und starten hier einfach mal das Outlook. Den linken Bereich müsste eigentlich jedem von Ihnen bekannt sein, wie das aussieht. Das ist also Standard Outlook. Im rechten Bereich ist nochmal ein Fenster dazugekommen, das D3-One, was man sich ohne weiteres ein- und ausblenden kann. Das ist in dem Moment Windows 8-like mit den einzelnen Kacheln, wo man von vornherein schon seine Sachen heraussuchen kann, was man gerade im Dokumentenmanagementsystem machen möchte. Für uns als erstes, für diejenigen, die nicht in der Office Line arbeiten, oder auch natürlich für die, die in der Office Line arbeiten, die können natürlich auch in Outlook arbeiten, wäre das Dokument Suchen sehr interessant. Sie sehen auch gleich hier, ich kann mich an unterschiedlichen DMS-Systemen anmelden, sprich wenn Sie mehrere Mandanten in der Office Line haben und dahinter auch mehrere DMS-Datenbanken, können Sie da ohne weiteres on the fly das System wechseln. Ich starte jetzt einfach mal eine Suche, habe mir dafür mal eine Auftragsnummer herausgesucht, die auch schon hier im System existiert. Das ist jetzt sehr schön, dass das passiert ist.
Das System D3One erstellt mir sofort live eine Suche. Man sieht das hier, sieht, dass hier zwei unterschiedliche Bearbeiter gefunden wurden, vier unterschiedliche Besitzer und fünf unterschiedliche Dateitypen. Danach könnte ich automatisch vorfiltern, damit ich noch weniger Dokumente angezeigt bekomme. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich mit einmal bei einer kleinen Suche, die ich absetzen möchte und wo ich eigentlich wenig Dokumente erwarte, eine Litanei von 100 Dokumenten oder vielleicht sogar noch mehr bekomme. Wenn ich diese Suche jetzt absetze, werden mir automatisch im oberen Bereich erstmal die Akten angezeigt. Das sieht man auch an diesem kleinen Aktenordner-Symbol. Und hier drunter einzelne Dokumente. Das Schöne ist, es wird von vornherein auch gleich etwas angezeigt, was sich dahinter für Dokumente verbergen. Hier das PDF-Zeichen, das ganz normale E-Mail-Zeichen oder hier ein Word-Zeichen. Das heißt, eine ganz einfache kleine Suche nach einer Auftragsbestätigung in dem Moment, wo mir die Kundenakte angezeigt wird. Das ist jetzt für mich das Interessante, was ich mich jetzt mal zeigen möchte, wie ich sehr, sehr schnell zu dieser Akte meine E-Mail ablege. Ich nehme diese E-Mail, ziehe diese nur mit der Maus rüber und habe automatisch schon die Möglichkeit, die E-Mail automatisch nach bestimmten Kriterien, die vorher definiert werden, abzulegen. Hier in dem Fall automatisch in die Dokumentauftragsbestätigung. Oder ich kann diese auch manuell ablegen, würde dann einfach den Punkt manuell nehmen. Das werde ich jetzt auch gleich einmal tun, damit man sieht, was im Hintergrund passiert. Er greift erstmal auf den Standard zu, wo er eigentlich automatisch speichern möchte und schlägt mir hier oben schon die Dokumentauftragsbestätigung vor. Automatisch hat er die Kundennummer, den Kundenname und die Adressdaten gefüllt. Das sind Einstellungen, die hier auf dem Messesystem von Develop getroffen worden sind. Diese können ohne weiteres nachher auf dem System bei Ihnen nach Ihren Wünschen angepasst werden. Weiterhin besteht hier auch die Möglichkeit, automatisch aus der gewählten oder beziehungsweise abzulegenden E-Mail Felder auszulesen, wie die Absenderadresse, den Empfängernamen, den Betreff, Uhrzeit, Datum und so weiter aus der E-Mail. Dass dieses ohne manuellen Aufwand automatisch in die Verschlagwortung mit eingetragen wird. Das Ablegen ist in dem Moment ganz einfach. Ich klicke hier in dem Moment jetzt auf Speichern. Das System prüft die ganze Geschichte und sagt mir, hier Dokument wurde erfolgreich gespeichert. Im gleichen Atemzuge wird mir das Dokument, oder besser gesagt die E-Mail, in meinem Outlook markiert und es wird angezeigt, dass diese jetzt im DMS-System vorhanden ist. Das war Möglichkeit 1. Des Weiteren kann ich natürlich auch E-Mails ablegen. Ich nehme jetzt einfach mal diese E-Mail, markiere sie und sage E-Mail ablegen. Und auch hier, wie wir es gerade schon gesehen haben, öffnet sich automatisch im rechten Bereich der sogenannte Ablage-Client. Was ich Ihnen gerne einmal zeigen möchte, im Bereich Schriftverkehr ist es hier schon so definiert, was die Werte, wie ich es gerade auch erzählt habe, automatisch mit übernommen werden. Das kann, wie gesagt, bei Ihnen auch im System angepasst werden. Hier ist es jetzt so, dass dieser Schriftverkehr speziell für E-Mails konfiguriert wurde und deswegen gibt es hier auch diesen Bereich Betreff. Auf dem Testsystem ist jetzt hier Absender, Empfänger eine und dieselbe Person. Das wird natürlich bei Ihnen nicht der Fall sein. Auch hier, Standardprozess, kann ich einfach speichern, fertig. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist jetzt hier auf dem Testsystem nicht mit der Office-Line verknüpft, weil das, wie gesagt, ein Messesystem von der Firma Develop ist. Und da können wir
aus lizenztechnischen Gründen die Sachen nicht so ohne weiteres mit einbinden. Die kleinen Funktionen mit Namen und Adresse füllen hat Develop natürlich auch auf ihr Messesystem mit drin. Wir würden jetzt hier zugreifen eigentlich auf unsere Office-Line-Datenbank und würden hier Kundenname, Kundennummer für die Anzeige oder zum Heraussuchen eingeben. Man kann natürlich hier oben auch einen Namen selber eintragen, wenn man weiß, wie der Beginn oder was mittendrin steht. Und im unteren Dropdown-Menü würden sich dann die Einträge reduzieren. Wenn ich das jetzt mache, ich nehme mal diesen 2G, sehen Sie im ersten Moment nicht viel. Was im Hintergrund automatisch passiert bei der Ablage, es werden Straße, Postleitzahl, Ort gefüllt. Das kann ich ohne weiteres direkt on the fly prüfen, indem ich hier auf Eigenschaften prüfen gehe und er füllt mir die letzten Werte alles aus, wie hier oben die Kreditornummer und so weiter. Auch hier kann ich dann ganz normal wieder das Angebot, in dem Fall das Angebot speichern und er würde mir die E-Mail im Dokumentenmanagementsystem ablegen. Und ab diesem Zeitpunkt hätten alle Mitarbeiter, die von welchem Client auch immer, aus der Office Line, aus D3-1 oder über den D3-externen Client, das noch mächtigste Werkzeug von Develop Zugriff haben. Das D3-1 selber wird sich Stück für Stück durch die Firma Develop und durch Live-Updates immer wieder erweitern. Es werden immer mehr Funktionen in dieses D3-1 eingebaut, so wie zum Beispiel das Workflow-Management. Ich kann hier aus dem System heraus automatisch Workflows starten, kann Aufgaben, meine Aufgaben, die ich bekommen habe, über Workflows automatisch auch hier einsehen. Das heißt, ich brauche nicht das Outlook verlassen, um am normalen Geschäftsleben in dem Moment teilzunehmen. Ich kann auch hier nochmal separat Dokumente ablegen, sprich als Beispiel, ich habe ein Word-Dokument geschrieben und möchte dieses Word-Dokument in mein Dokumentmanagementsystem packen, kann ich auch hier wieder hergehen. Das System fragt jetzt automatisch nach, wo liegt die Datei, die ich jetzt ablegen möchte. Wir haben hier ein paar Dokumente, die wir so ohne weiteres nutzen können für die Ablage. Auch hier, das System weiß es jetzt natürlich nicht, was ist es überhaupt. Könnte ich hergehen, das ist zum Beispiel ein Angebot oder das ist eine Eingangsrechnung, das ist ein Foto. Viele haben eine Digitalkamera, schließen die Kamera an, können dann die Bilder zum Beispiel zu einem Vorgang, zu einem Wareneingang ablegen oder zu einem normalen Lieferschein oder einfach speziell zum Kunden oder zum Artikel in der Office Line direkt hinterlegen. Hier sieht man auch direkt schon, wie man es gewohnt ist, sobald ich die Dokumentart eingebe, ändern sich hier unten die Verschlagwortungsfelder. Jetzt noch einmal anders zeigen, da wenn ich das zu einem Angebot, sieht man sofort, habe ich mehr Ablagemöglichkeiten, mehr Verschlagwortungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel ein Foto oder bei einem Zertifikat. Hier würde ich jetzt auch wieder meine Verschlagwortungsfelder füllen. Im ersten Moment würde ich in dem Fall wieder mit dem Kunden an oder in meinem Lieferanten anfangen, die Eigenschaften einmal prüfen. Das kann ich immer wieder zwischendurch machen. Er aktualisiert dann auch die Daten. Und könnte jetzt hier sagen, das ist eine Belegart. Hier jetzt vordefiniert nur Gutschriftrechnung, kann das ist natürlich auch Ihrem System komplett individuell anpassbar. Und würde hier auch wieder hergehen, speichern, besser, das Dokument wird abgelegt. Ja, das wäre eigentlich schon die Hauptsache, die erst die im Standard soweit schon mal funktionieren würde.
den Zugriff auf die Office-Line-Daten, der ist eine Anpassung. Das werde ich Ihnen auch gleich nochmal in der PowerPoint zeigen, was es da für Möglichkeiten gibt. Dann schalte ich jetzt noch einmal um auf die PowerPoint. Und hier haben wir mal ein paar Beispielbilder. Im linken Bereich oben sehen Sie, wie es gerade auf dem Live-System wirklich aussah, wo automatisch über den Schriftverkehr die Felder gefüllt worden sind. Im rechten Bereich habe ich nochmal etwas angezoomt und habe dort schon die Lösung von uns mit eingebunden. Da findet man sich vielleicht etwas besser wieder. Das sind jetzt noch Daten aus dem Demosystem, wo man die nach der Kundennummer entweder suchen kann, sprich man fängt an, die Nummer einzugeben, den Namen einzugeben und es wird im Hintergrund automatisch alles andere gefüllt. Weiterhin besteht danach die Möglichkeit, weil ich ja dann den Kunden schon mal habe oder meinen Lieferanten, die Möglichkeit automatisch in das Feld Belegnummer zu springen und dort nur Belege von dem Kunden beziehungsweise von dem Lieferanten sehe, die ich auswählen kann, wenn ich Belege oder Dokumente belegbezogen ablegen möchte. Das ist die Anpassung, die wir dafür vorgenommen haben. Und ich bin der Meinung, die ist wirklich schon sehr schön gelungen. Wir werden da definitiv auch noch weiter arbeiten, dass es noch einfacher geht, wie zum Beispiel hier schon beschrieben, anhand der Mailadresse, der Absender-E-Mail-Adresse, die vom D3WAN übertragen wird, kann ich auch ohne weiteres den Kunden und Lieferanten schon zuordnen. Weil im Normalfall ist eine E-Mail-Adresse, eine Absender-E-Mail-Adresse eindeutig. Und wenn die in der Office-Line hinterlegt ist beim Ansprechpartner, habe ich automatisch gleich Zugang zu den Daten Kunden und Lieferant. Die Systemvoraussetzungen hat der Herr Thomsen vorhin einmal schon kurz angesprochen. Das ist in dem Fall ganz normal die Sage Office Line bzw. Sage 100. Die Sage DMS Pro, die ist natürlich auch eine Systemvoraussetzung. Das D3WAN lässt sich auch erst installieren ab der Version 7.22. Die Version 7.22 kann ohne weiteres über die Standardinstallationsroutine abgedatet werden. Nur wir brauchen diese Version. Microsoft Exchange Server ist auch Pflicht, inklusive der Administratorenberechtigung daraufhin, weil das D3WAN natürlich dort auch den Exchange Server in gewissen Fällen entlastet. Microsoft Outlook haben wir uns jetzt speziell als Systemvoraussetzung einmal herausgesucht, weil es doch das meistverbreitete System ist. IBM Notes kann natürlich dafür auch verwendet werden. Damit sind wir bei den Preisen angekommen. Und da sieht es aktuell so aus, dass wir noch anbieten können bis 30.06. den D3WAN Outlook Client für 59 Euro pro User, sprich Named User, was aber eine Lizenz für den externen Client des DMS-Systems voraussetzt. Das heißt, ich kann nicht 5 User für Outlook haben wollen, aber nur 3 externe Clients benutzen. Ich brauche wirklich dann pro Outlook-User einen externen Client-User. Da ist momentan das Angebot bis 30.06. 490 Euro je externen Client. Damit befinden wir uns noch im Standard. Ab dem 1.07. wird die ganze Geschichte etwas teurer. Das liegt leider nicht in unserer Hand. Aber es ist so. Leider Gottes. Da sind wir dann bei 65 Euro für das D3WAN pro Named User und 540 Euro für den externen Client. Für unsere Anpassung, wo wir den Zugriff auf die Office-Line-Daten gewährleisten,
haben wir einen Preisfestgesetz von 490 Euro. Dazu muss die Third-Party-Lizenzierung von SageMit in Kraft treten. Das ist jetzt die Third-Party-Lizenzierung auf die Stammdaten und Grundlagen. Wir sind da mit Sage auch noch in Verhandlungen, ob man da irgendwo noch etwas vom Preis her runter reduzieren könnte. Die Softwarepflege, wie gehabt, 1,55% pro Monat. Das sollte Ihnen aber allen eigentlich soweit bekannt sein. Da hat sich bis jetzt nichts dran verändert. Dann würde ich sagen, bin ich im ersten Moment erstmal schon am Ende der kleinen Präsentation.